So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Heute geht's ja daheim gegen Gladbach und wir stellen die Mannschaft auf. Heute darf Fläschi wieder spielen. Czernik darf spielen. Daxter darf spielen. LPN geht raus, darf dafür Zunes rein. Sandro darf rechts spielen und links darf Borchert, Rechtsverteidiger. So. Pacman raus. Dafür Joel rein. Und Davino raus. Dafür Troitwein rein. César wird mal mitgenommen und dann starten wir es so rein. Ja. Wir spielen daheim, wie gesagt, daheim. Die spielen auswärts, passt 10 Minuten, Weltklasse auf bewölkt. Wir schießen hier eh wieder daneben. Poh, gerade noch erwischt. Aha. Ach, egal. Es gibt eine kleine Neuerung zwecks unserer Mannschaft für die nächste Saison. Und zwar sieht es eigentlich ganz gut aus, komischerweise. Also nicht so gut wie erwartet, aber sieht ganz okay aus, sag ich mal. Und zwar ist es mittlerweile so, Manu bleibt dabei, Borchardt bleibt dabei, Daxter auch, ich natürlich, selbstverständlich, Sandro bleibt dabei und Eichhorn. Ihr habt es mir zwar nicht explizit gesagt, dass ihr dabei bleiben wollt, aber bei Sandro, bei dir gehe ich auch einfach mal davon aus. Wenn es doch nicht so ist, schreibt es mir bitte nochmal. Dann kommt neu hinzu, erstmal Revo natürlich. Gruß an dich an der Stelle. Dann der Lukas, du bist dabei, Carbon ist dabei, dann Tom Game Zogger, Games Zogger ist dabei, dann Rico ist dabei, dann Detlef Allrounder und Trevenor Enric, du bist auch noch dabei. Das heißt, wir haben jetzt 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Spieler. Wenn ihr noch Bock habt mitzuspielen, schreibt es in die Kommentare. Vorwiegend als Verteidiger oder Torwart. Torwart haben wir bis jetzt auch gar keine, nämlich. Und notfalls wird halt Cruz drin bleiben. Also, ja. Das schauen wir mal, wie ihr Bock habt. Also, das ist jetzt mal so das Vorübergehende. Übernächste Woche müsst dann mit der neuen Mannschaft losgehen, wenn alles klappt. Oh nein. Oh, schade. Aber sehr gute Aktion schon mal. Das hat mir schon wieder gefallen. Oha, krasser Pass. Krass schlecht, voll daneben. Oh, Backe. Und Schuss? Oh, schade. War noch der Abwehrspieler dazwischen? Nee, auch oh, Sandro war dazwischen. Scheiße. Ja, die haben in der Presse geschrieben. Ja, der Trainer von Gladbach ist recht offensiv. Also, er hat. Ja, wie haben sie das denn geschrieben? Optimistisch, sozusagen. Sehr schön, Sandro. Nach dem Unentschieden letztes Mal. Oh, Mann! Sind sie recht optimistisch, dass sie uns schlagen können? Da habe ich mal nachgeguckt. Wir haben das letzte Spiel einfach mal mit 3-1 zu gewonnen. Sieht man, was die schon wieder für Scheiße schreiben.
Oh Mist. Sehr schön, Bauchert. Also wie gesagt, wenn ihr noch dabei sein wollt in der Mannschaft, ich würde mich riesig drüber freuen. Und ihr seht ja, wenn ihr das hier verfolgt, dass ihr auch immer mal wieder spielen dürft. Und ich habe es das letzte Mal schon gesagt, umso mehr. Nein! Umso aktiver ihr hier dabei seid, desto öfter dürft ihr auch spielen. Sehr logisch. Ich drück doch nicht aus Spaß nach oben. Oha, schön. Klasse. Bisschen zu langsam, Sandro. So, Eichhorn am Ball. Nein. Klasse. Sehr schön gemacht. Gefährlich. So, Flashy jetzt. Um einiges schneller. Kacke, ich habe jetzt gerade geguckt, wohin ich spielen könnte. So, jetzt hat Konda. Nein, da ist ja noch einer. Sehr, sehr stark, Cruz. Also wir haben so Probleme beim Spielaufbau jetzt plötzlich. Fuck! Gute Aktion eigentlich so far. Mann, schade, Daxter. Ach, was ich euch fragen wollte, in welcher Liga wollen wir das nächste Mal spielen eigentlich? Soll es wieder Bundesliga sein oder? Wollen wir jetzt ja diesmal nach Spanien gehen?
Sehr, sehr stark. Ja, genau. Voll um uns rumgeglitscht. Mann. DAX, sehr schönes Ding. Sehr geil. Ich habe eigentlich was anderes gedrückt, aber ich beschwere mich jetzt einfach mal nicht, dass er rein ist. Ja, eigentlich wollte ich Schuss antäuschen, aber so war es wohl besser. Schönes Ding, gefällt mir. Schöne Vorarbeit, auch natürlich Sandro, gell? Was war das denn, ey? Drauf, drauf, Leute. Leute! Zu dritt! Sie schiebt das so drüber, Sandro! Fuck! Alter, was ein Durcheinander! Es war aber extrem nice, Herr Konter. So, Zunis, das gefällt mir voll, was du heute hinten treibst. Aber, ja. Drauf, drauf, drauf. Wow, an sich kein schlechter Schuss, muss man mal sagen. Noch gut geklärt. Ja. Geh doch weg. Daxter, ich hab nach oben gedrückt. Eigentlich, ja. Hat er noch mal einfach voll nach vorne gepflockt. Ja gut, 1-0 zur Pause ist definitiv okay. Joel ist auch ziemlich platscher. Dann darf halt Pac-Man rein.
ist ein anderer Schiri als sonst, oder? Das nächste Mal klären wir ein bisschen höher, okay? Doof, fies. Fängt man gleich mal einen Arm koben? Doof. Wieder mal. Alter, was für ein Dusel wir haben. Dass die ihr Chancen nicht reinmachen. Gute Vorlage für den Gegner, Manu. Es war klar, ich hätte den Ball schon längst da hinten heraus haben müssen. Die spielen besser heute als wir. Abseits. Gott sei Dank, deswegen ist Treutwein wahrscheinlich auch nicht hingekommen. Als wäre es 2-0, 2-1 gewesen, Leute. Scheiße. Schöne Ecke rausgeholt. Ah, toll. Für was drücke ich denn überhaupt zweiten Spieler rufen? Gut gemacht. Boah, Cruz, du hältst uns so genial im Rennen. Das gefällt mir. Danke. Was soll das? Äußerst doof gelaufen, würde ich mal sagen, das Ganze hier.
Grätschen, Grätschen, Grätschen. Viermal Grätschen, einmal Ball erobert. Passt. Gute Bilanz. Nein. So, was ist denn das für eine Wand da, der Dames? Hopp, holt euch den Ball. Das kann nicht sein, dass er so viel schneller ist wie Borchert. Damn! Geil! Schön, Sandro! Mit der Nummer 99, das neunte Saisontor in Minute 74. Schöner Doppelpass mit Zunis, mehr oder weniger. Zwar ungewollt. Aber egal. Schön wieder Pass auf Sandro. Hey, das war Rückpass, ich hab geschossen. Ja. Ich würde natürlich auch Zeitspiel machen, wenn ich hinten wäre. Alter, Sandro, 3 zu 1. Geil. Was ist mit dir passiert, Digga? Null Chancen für ein Torwart. Strammer Schuss. Hast gesehen, dass es doch Spaß macht, hä? Tore zu schießen. Eichhorn tut da auch super verteidigen heute, finde ich. Raphael geht, Kramer kommt. So, Borchert, jetzt hat deine Chance. Nein, jetzt kommt da noch einer hin. Aber Scheiß Spirenzli. Das wundert mich jetzt nicht. Brutal umkaul. Ja, und damit Manu gelb belastet. Alter, ich vergesse immer die Leute, die hinter mir sind. Entschuldigung. Jetzt faul ich wegen arg viel.
Streutwein, das war jetzt mal wieder echt peinlich. Schade. Die passen immer gerade da. Wenn ich hier tackle oder Grage. Ja, stell dich nicht an. So übel war das jetzt halt auch nicht. Klar, jetzt haben wir wieder gefoult. Was soll denn das? Ach, Menno. Boah, hat heute noch gar kein Tor, gell? Wow. Da wäre es fast gewesen. Hab's nur mal sagen müssen. Dann ist Borchardt wieder hellwach und Borchardt hat heute auch schon Pech, oder? Du kannst sowas doch nicht abpfeifen. Wir waren doch direkt im Angriff. Sandro Daxter. Sehr schön. 3 zu 2 gewinnen wir. Passt. Eigentlich, dass wir nochmal zwischenzeitlich so Gas geben haben. Da ja zwischen der 75. und 80. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wer der beste Spieler war. Jetzt geht's gegen Wolfsburg. Manu bleibt. Sehr schön. Ehrlich, ich weiß nicht, woher die Spekulationen kommen. Ich habe mit niemand von der Presse gesprochen. Natürlich ist es nicht immer einfach, sich in den Verein zu integrieren, aber ich arbeite hart daran und die Jungs haben mich bisher sehr gut aufgenommen. Die Fans scheinen mich auch zu mögen. Es gibt keinen Grund, mich hier nicht irgendwann wohlzufühlen. Aber es stimmt, es ist nicht einfach, ja. Besten Spieler der Woche, Cruz. Oha. Das muss was heißen, wenn der Torwart bei uns der Beste ist. Manu, neuer Vertrag. Warten auf Angebote für Sandro. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt aber erstmal einen wunderschönen Tag. Wenn ihr noch Bock habt, jetzt in der Mannschaft dabei zu sein, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.